Moin und willkommen zu Sondersüchtig. Ich bin heute mit dem Robby unterwegs und wir sind heute auf einer Auftragssuche unterwegs. Wir suchen einen verlorenen Ehering, der aus Thomas... Gold. Weißt du ja nicht, kann ja auch was anderes sein. Aus Draht. ja, gestern wurde auf Facebook ein Hilferuf geteilt, dass jemand halt gesucht wird. Das ist bei uns in der Nähe, knapp 60 Kilometer von uns. Und ja, da fahren wir gerade hin, nehmen euch mit. Schön, dass ihr wieder dabei seid und drückt uns die Daumen, dass wir das Ganze finden. Wenn sie uns erlaubt, gehe ich sogar live von dort, dann könnt ihr live miterleben, wie wir das Teil suchen. Und ja, in diesem Sinne, nicht lange schnacken, wir legen los. Ja, wir beide sind jetzt hier angekommen und es geht eigentlich um einen sehr kleinen Suchbereich. Das heißt, wir haben hier vorne die Möglichkeit zu suchen zwischen den Sträuchern und dann halt den Weg, den die Dame gelaufen ist. Und ja, wir gucken mal, ob wir was finden. Muss erstmal weg von diesen Stahldinger. Da können wir gleich mit dem Pinpointer einmal drumherum. Das ist zu tief. Aber wie gesagt, das ist ein ziemlich hochwertiger Goldring und der sollte ja eigentlich ziemlich gut reinkommen. Nichts ausgeblendet, komplett offen. Man weiß ja nie. Aber wie gesagt, wenn das so ein dicker Ring ist, der muss ja richtig scheppern. Oh, ich habe ein Signal da mittendrin. Das heißt, ich muss mich jetzt hier in die Büsche schlagen. Mal gucken. Zack. Bin hier. Was ist das hier? Ne? Hat schon Keks hier. Oh. Nee, das ist nicht der Ring, aber ich freue mich persönlich gerade drüber. Ganz ehrlich, ich habe in 5 Jahren erst 2 Stück gefunden. Nee, 5 Markstück. Ach so, ja, klasse. Ein Eierball. Ja. Ich finde die bei uns nicht. Überhaupt nicht, die Dinger. Ich habe ein 5-Mark-Stück. Die hast du schon mal. Dann finde ich den Rest jetzt auch. 75, klappt dann hier. Ja. So, und da sieht man aber mal wieder, der war jetzt relativ tief hier unten und ich habe das Gerät. Wenn der ein halbes Jahr oder ein Jahr. Ja, die sind kaputt. Die sind kaputt. Aber das. Oh, oh, oh. Aber das. 77, das klingt gar nicht so schlecht. Wo ist es hin? Ja. So, das finde ich. Oh, das ist schon mal was Besseres hier. Ja, aber leider nicht der Ring.
Hier, eine alte Hundemarke. Ja. Wollen Sie die haben? Ist ja auf Ihrem Grundstück gefunden. Und hast du. Ja. Das ist Alu. Deckel. Ne, Deckel. Aber es ist nicht ganz so verschrottet hier, das ist schon mal gut. So, erstmal Käffchen. Den darfst du nicht aufessen, der muss noch zurückfahren. Kinders, es ist jetzt, was haben wir gesagt, 3:30. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir haben jetzt knapp 4,5 Stunden gesucht. Ja, leider haben wir das gute Stück nicht gefunden. Also wird es wohl auf dem Anhänger gelandet sein, was eigentlich auch plausibel ist. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben längs gesucht, wir haben quer gesucht, wir haben kreuz und quer gesucht. Wir sind hintereinander weg, große Spule, kleine Spule. War nicht aufzufinden. Wir haben einiges an Münzen rausgeholt. Ja, jeder hat ein 5-Mark-Stück gefunden. Ich habe noch eine coole kleine Figur gefunden, die zeige ich euch nachher noch. Und leider nicht das erwünschte Ergebnis, aber man kann nicht zaubern. Wenn er nicht da liegt, kann man ihn auch nicht finden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem Spaß gemacht. Wir waren trotzdem zufrieden, es war trotzdem ein schönes Erlebnis. Und nette Leute. Nette Leute waren wirklich sehr, sehr nett, haben uns verköstigt mit Kaffee, Würstchen, Keksen. Also alles vom Feinsten, haben sich wirklich die Mühe gegeben. Oder sich Mühe gegeben, uns dort das Leben zu erleichtern und waren auch für die Suche sehr dankbar. Und so. Stefan hat sich dort auch erleichtert. Was? Da hört das. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn man es nicht versucht, kann man nicht wissen, ob er noch liegt oder nicht. Und ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei wart. Immer sonnensüchtig bleiben und allzeit gut Fund.